Das heißt, allein nur wenn ich hier auf Bearbeiten, auf Planungen gehe, läuft eben so eine Batch-Funktionalität an, weil das CRS eben sagt, ich gucke an die Stelle, wo Daten liegen müssen, wenn Batch-Läufe kommen und hole mir die schon mal selbstständig in meine Datenbankstruktur und erzeuge für jeden von diesen Plänen automatisch eine strukturierte Ordnungseinheit, sprich einen Datensatz. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass eben die CRS-Funktionalitäten im Bereich Batch auch wiederum auf die Kalkulation greifen können. Und Sie sehen hier, es gibt halt die Möglichkeit zu sagen, Daten aus automatischen Berechnungen importieren, Preise, Stammdaten importieren. Bedeutet also, dass diese Struktur es ermöglicht, dass das CRS als externe Datenbank eben auch auf Werte der Kalkulation zurückgreift. Und ich darf Sie ganz herzlich einladen, die Kalkulation in dem Falle nicht nur als Ebene für Preisbildung zu sehen, sondern die Kalkulation ist auch eine Ebene zur Generierung von Informationen. Es gibt dort so ein wunderschönes Video, was schon seit einigen Jahren existiert, was heißt Chefcockpit. Bedeutet also, das CAS ermittelt eben auch über mathematische Auswertungen etwas, was wir, auch das, ich gebe zu, extrem unsexy, statistische Merkmale nennen. Das heißt also, irgendwelche Auswertungen von Architektur, Geometrie und Ausführung. Das bedeutet also, falls irgendwann mal irgendein Chef in Europa auf die Idee kommen sollte, seine Mitarbeiter zu fragen, kannst du mir sagen, wie viele der Entwürfe, die wir letztes Jahr nicht gebaut haben, waren denn Flachdachentwürfe, hatten mehr als 250 Quadratmeter und hatten Bäder größer als 30 Quadratmeter. Dann wäre so etwas ohne Automatisierung mit manueller Arbeit versehen und mit dem, was wir Ihnen hier ganz kurz als Überblick im Bereich Batch-Funktionalitäten zeigen, wäre das eben etwas, bei dem die Planung, das CRS als die Datenbank, in der das Ganze geführt wird und die Kalkulation über diese Batch-Funktionalitäten eben in der Lage wäre, diese Daten zu ermitteln und wieder in der Datenbank zur Verfügung zu stellen. Achtung, ganz wichtig, das Ganze selbst dann, wenn Sie sagen, ich habe die Kalkulation zwar, habe aber den Schritt, die Kalkulation einzurichten, niemals gemacht. Weil auch dann ist es so, Sie können schlicht und ergreifend Version 23, Sie nehmen sich das aktuelle Branchenmodell. Das aktuelle Branchenmodell ist mit dem aktuellen CRS komplett verknüpft. Das heißt also, jede Eigenschaft, die es hier vielleicht im CRS gibt, zum Beispiel eine Grundrisskomplexität, könnte wiederum eine Verknüpfung beinhalten, die eben zu Werten geht, die aus der Kalkulation kommen. Bitte Achtung, nochmal, ich kann die Möglichkeitsform hier wegnehmen. Das ist alles Standard, das ist alles unter der Oberfläche eben in diesen Batchläufen drinnen, die eben miteinander verzahnt sind, die greifen ineinander, die stehen nicht losgelöster. Das heißt also, Sie könnten sagen, erster Batchlauf, wir sind in VI-Plan, suche mir alle meine Planarchive durch und erzeuge mir erstmal aus diesen Daten, die irgendwo rumliegen, die kein Mensch sehen kann. Ja, es sei denn, Sie haben eine so sprechende Benennung der Planungsdateien, dass Sie was damit anfangen können. Erzeuge mir aus diesen Daten erstmal Bilder und dann sorge vielleicht dafür, dass ich diese Bilder noch mit Parametern auswerten kann, wie zum Beispiel welche Dachform, welche Geschossigkeit, welcher Architekturstil, welche Ausbauinformationen, ne, Gauben, Erker und so weiter und so fort, oder auch welche Wohninformationen, Anzahl der Räume, Größe der Räume, etc. etc. All das sind Möglichkeiten, die in den Batch-Funktionalitäten von Planung, von CAS als die Mittelscheibe
und von Kalkulationen, egal ob Preisbildung oder Erzeugung von auswertbaren Merkmalen, eben drin sind. Und wir können Sie nur ganz herzlich einladen, wenn Sie zu den vielen gehören in unserer Branche, die sagen, viel Arbeit, die Leute sind eigentlich über der Belastungsgrenze. Wenn Sie genau mit so einer Konstellation umgehen dürfen, dann wäre es sehr, sehr sinnvoll, sich die einzelnen Videos, die Ihnen auch hier nur in Sequenzen mal zeigen, was ermöglichen denn diese Batch-Funktionalitäten, anzuschauen und jederzeit gerne auf Ihren Gebietsleiter und auf die Kundenbetreuung zuzugehen und zu gucken, wo gibt es vielleicht einen kleinen Live-Workshop, ein kleines Webinar, wo ich so ein bisschen das Gefühl, das vielleicht da ist, dass das was Interessantes sein könnte, vertiefen kann, ohne dass ich da jetzt hunderte Kilometer durch die Landschaft fahren muss und tausende von Euro in die Hand nehmen. Also nochmal, Batch-Funktionalitäten Version 23, Planung, CAS und Kalk. Das Ganze kann alles zusammenspielen. Zum einen zum Generieren, und zwar zum automatischen Generieren von zusätzlichen Daten und zum zweiten zum Verändern, Anreichern bestehender Daten. Das soll heißen in dem Fall halt Pläne, Preise, Daten, Visualisierungen, Interaktionsdateien, das heißt also Gang durchs Haus und so weiter und so fort. Wir hoffen, dass der ein oder andere von Ihnen sich intensiver mit diesem sehr, sehr spannenden Bereich, wenn man einmal über diese, es ist viel Mathematik, es ist mit ein bisschen Orga verbunden, wenn man einmal über diese Schwelle gesprungen ist. Viel Spaß dabei.